Akrobatik und turnerische Elemente auf dem galoppierenden Pferd, darunter viele verschiedene rhythmische Übungen, werden beim Voltigieren ausgeübt. Es bedarf dabei eine Harmonie mit dem Pferd sowie eine Athletik und Beweglichkeit. Eine Disziplin, der die Reiterinnen schwärmen lässt. Es ist Akrobatik am galoppierenden Pferd. Und es ist halt das Zusammenhang mit dem Pferd, dass man da gut mit da muss mit dem Pferd im Galopp und genau. Es ist ganz viel, das Voltigieren abdeckt. Es ist ganz viel mit dem Pferd, es geht nur in Harmonie mit dem Pferd, es ist aber ganz viel Gymnastik dabei, Ausdruck dabei, Kraft dabei, ganz speziell auch der Teamgeist, der immer eine große Rolle spielt, gerade bei den Teambewerben, einfach in der Gruppe. Mädchen und ein Buben lieben das und einfach dieses Miteinander was erleben ist einfach für alle immer toll. Vor der Vorstellung wird das Pferd vom Logenführer in eine kreisförmige Bahn im Galopp gebracht. Danach beginnt dann das Turnen auf dem Pferd. Es gibt dabei drei verschiedene Gruppen, die da sind: Einzel, Pas de deux, also zu zweit, und die Gruppen. Im Einzel konnte sich Hanna Haberl im Einzel der Junioren den Titel sichern. Ja, heute ist sehr gut gegangen. Der Floyd war super und die Kühe hat auch super hingehauen, so wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe eben das Thema die kleine Hexe, habe eben verschiedene Übungen gezeigt, die was mir eben stärker liegen. Und es sind eigentlich alle ganz gut gegangen. Bin sehr, sehr zufrieden. Ihren Titel aus dem Vorjahr konnte Lisa Krakowitzer verteidigen. Sie ist ebenso wie Hanna Haberl auf Pink Floyd unterwegs und bildet eine gute Harmonie mit ihrem Pferd. Zudem gelingt ihr der höchste Wert bei diesem Turnier mit 8,002 Punkten. Heute bei der Kür war es auch, also der Floyd ist auch wieder super gegangen und so ein paar Unsicherheiten am Anfang und ein bisschen neben der Musik, aber der Rest war eigentlich ganz okay. Im Salzburger Landesverband ist das Voltigieren eine sehr beliebte Disziplin, die auch bei diesem Turnier in Sieghardstein wieder bestens angenommen wurde. Wir sind stolz, dass wir alle in allen Bewerben Landesmeisterschaften austragen können. Das heißt Landesmeister im Einzel, im Pas de deux, wo zwei am Pferd sind und in der Gruppe. Und auch den Juniorenmeister in Salzburg austragen können. Wir haben überall genug Starter. In Salzburg haben wir eigentlich sehr gute Damen beim Junior. Da haben wir die Hanna Heigermoser, die zur Europameisterschaft heuer gefahren ist. Als Schlussevent an diesem Turniertag sind dann noch die Gruppendarbietungen an der Reihe, bei der Lisa Krakowitzer auf Pink Floyd und mit ihrem Team ihren zweiten Titel in diesem Jahr holen will. Ja, also unser Ziel ist einfach, dass wir sauber sind und dass wir es durchbringen, so wie wir es wollen. Schaffen und können auch. Hoffentlich. Die weiteren Teams aus Sieghardstein und dem Schullergut in Weils dürfen jedoch vorlegen. Und das alles andere als schlecht. Die starken Vorstellungen werden jedoch knapp noch vom Favoritenteam aus Neumarkt getoppt. Tolle Figuren und künstlerische Haltungen bringen den Mädels von Trainerin Veronika Kreisberger den Sieg. Ebenso ausgezeichnet werden am Ende bei der Siegerehrung Anna Lackner und Marlene Drack vom Schullergut in Wals im Pas-de-Deux-Bereich. Im Einzel dürfen sich wie zuvor erwähnt Lisa Krakowitzer und Hanna Haberl auf Pink Floyd in ihren Klassen freuen. Und so geht erneut eine Voltigier-Landesmeisterschaft zu Ende. Mit viel Spannung und großen künstlerischen Darbietungen.